Meine Damen und Herren, willkommen hier bei Live auf Man of the World. Ja, ich wollte euch mal kurz ein kleines Video zum Sonntag rausholen. Mal heute mal nicht zum Backen, Kochen oder sonst irgendwas, sondern was über meine Tierchen. Ja, man sieht leider gerade kein Tier. Ich tue sie mal ein kleines bisschen ärgern. Und da haben wir ein Tierchen. Das ist eine kleine Maus, die von meinem Schwangeren übrig geblieben ist. Und das ist die Jasmin. So wie meine Schwester heißt. Auch ganz zutraulich, die kann ich sogar streicheln. Und wen haben wir hier drunter? Niemand. So, aus irgendeinem Grund habe ich keine Maus mehr. Doch, hier drinne habe ich noch die Tali. Die kennt ihr aber, das ist die Mama. Und wo die andere ist, bin ich gerade ein kleines bisschen überfragt. So, ich habe sie gefunden. Und zwar versteckt sie sich aus irgendeinem Grund hier hinten. Und das ist die Cindy. Cindy 2.0 kann man sagen. Denn ja, die letzte Cindy war ja leider ein Männchen gewesen. Und jetzt habe ich natürlich ja die restlichen Mäusel noch gehabt. Sind alle vier noch hier drinnen? Die kann man natürlich nicht alle erkennen, weil sie sich hier oben ins Häusel verstecken. Die gehen natürlich zu einem Kollegen von mir. Die werden verschenkt, da ich mir nur ein Weibchen halten möchte und auch nicht so viel Platz habe. Was ich jetzt natürlich gemacht habe, ich habe drei Tiere. Das ist natürlich schon ein bisschen Kotzgrenze, weil bei vier Tieren können sich sogar schon Krüppchen bilden. Und ich merke schon bei den dreien, dass es manchmal nicht gut ist, aber die vertragen sich schon. Wichtig ist nur, die bleiben Weibchen und werden nicht nur Männchen. Ich habe nämlich den ganzen Finger blutig beißen lassen, damit ich überhaupt rauskriege, ob es Männchen oder Weibchen sind. Ich wollte euch auch nochmal zeigen, ich tue extra Jenseblümchen, Dille, Gras, Petersilie, Gras, Basilikum und Gras anpflanzen. Ja, das war's eigentlich schon. Ich wollte euch eigentlich nicht mehr zeigen. Das ist so ein kurz spannendes Video, weil ich irgendwas vergessen habe und eben aber nach Görlitz fahre wieder mal. Und jetzt im Nachhinein kommt jetzt noch ein Reinschnitt von den Tierchen, die so ein bisschen rumlaufen. So ein schönes, ein zweiminütiges Video. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mansi. Ciao, ciao.